Ja, herzlich willkommen zu Ildaria, zu der ersten Episode. Mein Name ist Tiara Amu. Die meisten, die das Video vielleicht ansehen werden, kennen mich von Sweda Morris. Ja, ich heiße hier genau gleich und werde hier genauso drei Kanäle eröffnen. Genau, wieder die gleichen: Tiara Amu, Sierra Amelia und Richie Rose. Ja, weil es ja auch hier wieder mehrere Charaktere gibt, die es zu erobern gilt. Ja. Ja, ich finde das Design schon mal sehr cool. Ich habe mich schon darauf gefreut, endlich mal Eldaria spielen zu dürfen. Ja, drei Episoden sind hier schon draußen. Das ist auch schon gut. Mal sehen, wie weit das wir kommen. Genau, das hier ist unser Avatar. Ich will danach aber noch schnell schauen, ob wir den schon eventuell umgestalten können oder nicht. Ja, das will mir ausprobieren. Jetzt habe ich hier erstmal eine Nachricht. Ja, es lädt hier. Finde ich schon mal sehr interessant. So. Ah, Eldaria hat mir geschrieben. Ja. Not found. Okay, das finde ich schon mal sehr gut. Ich glaube, das Spiel wird am Anfang jetzt noch einige Bugs oder ja, Fehler aufweisen. Ist ja bei den meisten Spielen bei der Beta-Version irgendwie zu erwarten. So. Okay, du willst mir gar nicht sagen. Das finde ich irgendwie auch gut. Ja, was haben wir denn hier? Die Bibliothek. Gehen wir doch da mal schnell hin. Lädt und lädt und lädt. Ich glaube, das Spiel wird heute ein bisschen länger dauern. Okay, Charaktere, Illustrationen, Gefährten, Objekte, Orte. Ah, die Bibliothek ist natürlich jetzt schon mal leer. Dann der Shop. Im Moment hast du keinen Liebling. Okay, ja. Ja, ich will mich jetzt auch noch nicht entscheiden, für welchen. Ah, einen Gefährten-Shop. Ich habe da schon einige Gefährten gesehen, die mich sowas von. Die mir sowas von gefallen würden. Zum Beispiel das hier. Das ist eben die Katze mit der elendlängen Zunge. Oder auch dieses Kaninchen hier. Ich finde die beiden so süß. Aber auch die Eule. Ich glaube, das ist die Eule. Ja. Mich würde jetzt mal interessieren. Welches dabei, also welches von diesen Gefährten euch am besten gefallen würde? Genau, ich darf mir ja drei aussuchen und eventuell werde ich ja vielleicht auf eure Entscheide hören oder ich nehme auf diese oder greife auf diese beiden putzigen Dinger zu. Ich habe noch mehr gesehen, die so putzig sind und die so süß. Ich könnte die am liebsten gerade knuddeln. Ich wünschte, ich hätte so ein Plüschtier. Ja, okay, das war der Shop. Dann, also geht ja noch weiter, dann die Boutique. Mal schauen, was wir hier so finden. Ich gebe jetzt im ersten noch nicht so viel aus. Oh, Unterwäsche. Ich finde die Katze schon mega geil. Eine Katze leitet den Shop. Yay. Ah, Hintergründe können wir auch kaufen. Gut, Jacken. Ah, ist nur eine von 19. Okay. Ja, die haben wir wahrscheinlich schon. Ich sehe schon, das wird ein bisschen länger dauern. In diesem ganzen Laden. Aber ich bin jetzt der Meinung, wir fangen jetzt eh dann gleich mit dem ersten Kapitel an. Ja, das dauert mir endgültig zu lang. Oh, also, Episoden. Komm. Ja, genau. Also, wir starten doch jetzt die Episode. Ein Spaziergang im Wald, ein seltsamer Pilzkreis und ein blendendes Licht. Die Reise in eine neue Welt hält viele Überraschungen bereit, aber nicht nur gute. Ja, Episode starten. Not found. Ja, das finde ich auch noch lustig. Ich will jetzt die Episode starten und es funktioniert nicht. Was? Wie traurig ist das denn? Komm schon.
Muss ich da jetzt nochmal die Seite neu laden? Ja, es tut mir leid für die Komplikationen am Anfang. Obwohl ich eigentlich nicht viel dafür kann. Ich bin schon immer gern in diesem Wald spazieren gegangen. Früher habe ich ihn immer als friedlichsten Ort auf der Erde empfunden, dort, wo ich hinging, wenn ich alleine sein wollte. Weiter. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hatte ich genau das in dem Moment besonders gebraucht. Mal gucken. Ah, mit der Schule war ich beinahe fertig. Ich musste mich also darauf einstellen, in die Arbeitswelt einzutauchen. Neue Gewohnheiten, neue Regeln und mehr Verantwortung. Ach so. Um auf andere Gedanken zu kommen, schaute ich mir meine Umgebung etwas genauer an. In diesem Moment bemerkte ich einen Pilzkreis. Er bestand aus einer Pilzart, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Neugierig näherte ich mich ihm, um ihn mir genauer anzusehen. Die Pilze sind so gewachsen, dass sie einen nahezu perfekten Kreis bilden. Das Gras in der Mitte des Kreises wirkte viel frischer als das ringsumher. In dem Augenblick, als ich einen Fuß in den Kreis setzte, flogen plötzlich von allen Seiten Glühwürmchen auf, die leuchtend um mich herumwirbelten. Hilfe! Was ist das denn? Ich habe blinzelnd mit den Augen, um mich an dieses grell blendende Licht zu gewöhnen. Schließlich konnte ich einige Formen und Farben erkennen. Anstelle des Waldes fand ich mich an einem mir völlig unbekannten Ort wieder, ein Ort, wie ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Ja, sehr schön. Also so ein Kristall hätte ich auch gerne im Zimmer. Okay, sie sagt erstmal nichts. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Um eine Erklärung dafür zu finden, wo ich war, sah ich mich in dem riesigen Raum um. Mein Blick fiel schließlich auf einen haushohen Kristall, der in der Mitte des Raumes thronte. Der ist ja kaum zu übersehen. Oha, jetzt verändert sich alles. Wie hypnotisierend von seinem schwachen Lichtschein ging ich auf ihn zu, um ihn zu berühren. Ich frage mich, ob das jetzt so ein Episodenbild sein soll oder ob das einfach nur so dazu gehört. Ist ja eigentlich auch wieder ein recht hübsches Mädchen, ein bisschen anders vom Gesichtsform her als der Charakter aus Wiedermures. Ein bisschen ein, wie sagt man, ein bisschen ein schmaleres Gesicht, habe ich das Gefühl. Genau. Ich hoffe aber, die Haarfarbe könnte man auch ändern. Die Haarform gefällt mir eigentlich ganz gut, obwohl hier sieht es ein bisschen verbuschelt aus. Aber sonst, ja. So, komme ich jetzt da weiter? Oder muss ich noch länger dieses Bild angucken? Ja, das ist auch so eine Tatsache, dass alles, was man sieht, muss man anfassen. So. Oh, ich kann es gar nicht glauben. Ein Stein, okay. Anfassen. Ja, ist wirklich. Okay, gut. Du hast gerade eine Illustration freigeschaltet. In der Bibliothek kannst du jederzeit deine Illustration oder Informationen zu den verschiedenen Charakteren und Objekten von Eldaria einsehen. Okay, das ist hier.
Hey, wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Ja, wer bist du? Ich habe mich erschrocken umgedreht. Ich habe dir eine Frage gestellt. Gehörst du zu den Templern oder etwa zu den Freimaurern? Ein richtig hübsches Mädchen. Mir gefallen ihre Ohren. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sprichst. Antworte! Wo um alles in der Welt kommt dieses blaue Feuer plötzlich her? Ich war im Wald spazieren und dann war da dieses Licht. Plötzlich war ein lautes Geräusch zu hören. Bam! Was ist denn jetzt los? Woher soll ich das wissen? Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Jamon, tu, was du zu tun hast. Du kennst ja die Prozedur. Wir kümmern uns später darum. Ich sehe nach, was los ist. Die Prozedur? Welche Prozedur? Ohne ein weiteres Wort eilte das Fuchsmädchen davon. Auf einmal baute sich eine Wand vor mir auf, die mir die Sicht nahm. Eine Wand oder vielmehr ein Körper. Ich sah auf. Dieser Koloss überragte mich um mindestens zwei Köpfe. Ich fragte mich, wie mir die Anwesenheit eines solch Riesenmonsters zuvor entgehen konnte. Das muss wohl Jamon sein, von dem dieses Mädchen gesprochen hat. Er hatte einen Kopf wie von einem Schwein oder vielmehr wie von einem Warzenschwein. Jedenfalls war er muskulöser als ein mexikanischer Wrestler. Er fasste mich am Arm und zog mich ohne ein Wort aus dem Raum. Hey, du tust mir weh! Lass mich los! Ich wehrte mich gegen ihn, doch mein Unterarm schmerzte zu sehr. Ich gab es auf, mich weiterhin zu sträuben. Nachdem wir durch mir seltsam erscheinende Räume liefen, gelangten wir zu einer gigantischen Treppe, die sich dunkel und fensterlos in die Tiefe schraubte. Wo bringst du mich hin? Meine Frage blieb ungehört. Wir stiegen zahllose Treppenstufen hinab und meine Beine wurden müder und müder. Ich schaute mich an dem seltsamen Ort um, zu dem er mich gebracht hatte. Dort warf mich das Biest in eine Zelle. Ja, sehr nett. Nicht bewegen. Was? Du willst mich doch hier nicht alleine lassen. Miko sagen, nicht bewegen. Aber ich kann doch hier nicht bleiben. Das ist nicht witzig. Komm zurück. Bitte. Mein le letzter Hoffnungsschimmer war verflogen. Ich wusste nicht, wo ich war und auch nicht, wie ich es anstellen sollte, wieder nach Hause zu gelangen. Ich war eine Gefangene, eingeschlossen an dem düsteren Ort, in den ich je gesehen hatte. Gerade als ich dachte, es könnte gar nicht mehr schlimmer kommen, erschien ein Schatten im Wasserloch vor mir.
Ein Schauer lief mir über den Rücken. Jemand oder etwas starrte mich an. Verängstigt kroch ich zurück und presste mich gegen die Gitterstäbe meiner Zelle. Sollte ich etwa an ein Monster verfüttert werden? Ui, das grinst da auch noch so. Interessant. Gott sei Dank schien das Monstrum keine große Lust zu haben, mir einen Besuch abzustatten und verschwand wieder in die Tiefe des Tümpels. Ich zitterte am ganzen Leib und ließ mich auf den Zellenboden sinken. Ich wollte daran glauben, dass alles nur ein Albtraum ist, aus dem ich bald aufwachen würde, doch der Schmerz in meinem Arm erinnerte mich daran, dass dies alles andere als ein Traum war. In meinem Kopf jagte ein furchteinflößender Gedanke den nächsten. Panik stieg in mir hoch. Was kommt nur auf mich zu? Episode beenden. Ja, das war's jetzt auch wieder mit der ersten Folge. Eine ganz kurze Folge. Also eigentlich kurz kann ich sie nicht nennen, weil ich glaube, ich habe jetzt etwa eine Stunde aufgenommen. Ziemlich viel für eine erste Episode, aber das lag daran, weil das Spiel halt sehr viel ja, halt noch Anfangsschwierigkeiten hatte und es sind viele Spieler halt wollten das jetzt halt spielen und deswegen gab es nur große zu große Nutzerzahl, was das Spiel nicht irgendwie vertragen konnte und deswegen ging das bei mir jetzt ein bisschen lange. Für euch erscheint es vielleicht nicht so, weil ich habe es jetzt zusammengeschnitten. Damit ihr die langen Wartenpausen nicht mit mir ertragen müsst und ewig da auf den Text warten müsst. Ja, habe ich gemacht. Ja, jetzt bin ich gespannt auf Episode 2. Die werde ich da auch demnächst in hochladen. Genau. Ja, 404 not found. Ja, habe ich heute schon öfter gehört. Ich frage mich, was sind die Sterne? Niveau 1, 33%. Aha, okay. Wir haben anscheinend so, müssen unser Niveau steigern. Genau, jetzt haben wir hier jetzt mal German und Miko. Jamon ist die rechte Hand von Miko in der Garde von L, ist vor allem für ihre Sicherheit zuständig. Trotz seines brummigen Auftretens ist er sehr lieb und würde Schwächeren... Was? Ja, ich wollte ja eigentlich jetzt gerade hier weiterlesen. Geh nochmal zurück. Genau, und würde Schwächeren niemals Leid zufügen. Ja, und was ist jetzt mit unserem Arm? Miko ist ein sehr autoritärer Kitsune. Sie steht am Kopf der Garde von L und leitet die Lichtgarde mit eiserner Hand. Sie entdeckt verborgene Fähigkeiten bei denen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Miko ist immer bereit, anderen eine zweite Chance zu geben, auch wenn sie dies nie zugeben würde. Ah, interessant. Im Moment hast du noch keinen Liebling. Ja, muss ich ja jetzt auch noch nicht wählen. Die Jungs sind ja noch nicht aufgetaucht. So, Illustration. Genau, das ist aber das Bild hier. Ein hübsches Bild. Gefährten habe ich noch keine. Noch nicht verfügbar und Objekte habe ich wahrscheinlich auch nicht.
Genau, auch noch nicht verfügbar. Orte. Ja, Gefängniszelle und so. Aber hier ist wahrscheinlich auch noch nicht verfügbar. Solange wie das laden muss. Oder eventuell vielleicht doch, ne? Naja, das hat ziemlich lange zum Laden. Ja, da merkt ihr wieder, wie viel ich wieder rausgeschnitten habe, weil jede Pause dauerte etwa so lange, wie das jetzt hier hin und her wackelt. Ich will jetzt aber mal Episoden. Genau. Genau, die haben wir beendet. Dann haben wir der erste Schritt und ein Tritt in die Garde von L. Ah, interessant. Gut. Ja, das war's jetzt wieder. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, trotz der vielen Bugs, die ich hatte. Ja, es wird bald weitergehen. Ihr dürft euch darauf freuen. Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare, welchen Gefährten ihr auswählen würdet oder ihr ausgewählt habt, falls ihr das Spiel schon gespielt habt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!